Mein Name ist Ophelia Wettstein. Ich bin Mami von zwei Zwillingsmädchen oder zwei jungen Zwillingsfrauen. Sie sind 17 Jahre alt. Bei ihnen ist 2017 Morbus Crohn diagnostiziert worden. Bei der Isabella hat sie im Sommer angefangen mit Bauchschmerzen. Man hat zuerst an eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gedacht. Dann Angelina hat es dann angefangen mit Durchfall. Und zwar erst im Herbst. Und der Kinderarzt ist dann darauf gekommen, dass man vielleicht bei beiden schauen sollte, ob es nicht Morbus Crohn oder Kronkolitis ist. Und dann ist es eigentlich gleichzeitig diagnostiziert worden. Also, wo die Diagnosestellung kam, oder wo die Diagnose kam, ist es sehr unwirklich gewesen. Ich habe wie nicht damit gerechnet, dass es ernsthafte Krankheit da dahinter sein könnte, dass sie Bauchschmerzen und Durchfall haben. Man hat wie müssen lernen, damit umzugehen. Ich glaube, ich konnte es zuerst auch gar nicht können, wie akzeptieren. Als dann der Arzt kam, ist, sie müssen anfangen mit Cortisontherapie oder der Astronautennahrung, Modulen. Ja, wir haben uns dann für die Astronautennahrung, Modulen entschieden. 6 Wochen. Und wir wollten es besonders gut machen und gefunden, wir machen 7 Wochen, oder? Vielleicht ist es ja dann gut, aber das ist natürlich nicht so. Wir hatten auch Angst vor der Immunsuppressiva. Darum haben wir es zuerst auf natürlichem Weg probiert. Mit Homöopathie, mit Akupunktur, mit Naturmedizin. Sie haben dann auch Diät gemacht. Und das hat alles nicht geholfen. Und es war eine sehr anspruchsvolle Zeit gewesen. Ja, weil sie haben dann auch nicht mehr können essen, was sie gerne haben, und sie haben sowieso fast nichts mehr gegessen. Sie waren ausgemergelt gewesen, sie haben keine Energie mehr gehabt, keine Power mehr gehabt. Ja, und nachher ist es dann weitergegangen. Dann haben wir gefunden, okay, dann probieren wir das mit Immunsuppressiva. Das erste Immunsuppressiva hat nichts genützt. Das zweite Immunsuppressiva hat auch nichts genützt. Sie haben dann TNF-Alpha-Blocker bekommen und das war dann wirklich eine Wohltat gewesen, weil das hat dann endlich genützt und die Lebensqualität massiv verbessert. Also die Herausforderungen mit der Krankheit, die haben sich verändert, weil jetzt haben sie eigentlich ein normales Leben. Also ich denke, aber ich komme halt auch vom Hintergrund her in meinem Erstberuf von einem Gesundheitsberuf. Also ich habe ihre Symptome eigentlich von Anfang an ernst genommen. Also, das ist eine komische Frage für mich. Für mich hat es eben gar kein Verständnis gebraucht. Für mich war klar, ich nehme sie ernst und ich gehe zum Doktor. Also beim ersten Bauchweh von der Isabella bin ich zum Doktor. Und sie hat einen Ultraschall gemacht und sie hat nichts gesehen. Und dann hat sie wieder Bauchweh gehabt und dann bin ich wieder zum Kinderarzt und er hat nichts gesehen. Und dann irgendwann bin ich nochmal gegangen und dann hat er gefunden, okay, wir machen einen Nahrungsunverträglichkeitstest und dann hat es ein bisschen angezeigt. Also ich bin eigentlich immer so dran geblieben. Von dem her, ich habe es immer ernst genommen und versucht, den Hintergrund zu finden. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Töchtern mit Start der Krankheit, ich weiß gar nicht, ob sich das verändert hat. Es war immer eng gewesen. Wahrscheinlich ist es noch enger geworden, aber es ist noch schwierig zu sagen. Also ich finde den Austausch zwischen den Eltern von betroffenen Kindern sehr wichtig. Mir hat das sehr, sehr geholfen, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Ärzte nicht alle meine Sorgen verstehen. Ich wünsche mir für meine Töchter, dass es ihnen weiterhin so gut geht, wie es ihnen jetzt geht.